Sie durchlebt die wohl schwerste Zeit ihres Lebens. Nun kam heraus, dass Prinzessin Kate vor ihrer eigenen Krebserkrankung einem britischen Let's Dance-Star bei der Chemo half. Am 22. März schockte Prinzessin Kate, 42, geborene Kate Middleton, die ganze Welt, als sie vor laufenden Kameras verkündete, dass sie an Krebs erkrankt ist. In einem bewegenden Video teilte die Ehefrau von Prinz William, 41, mit, dass sie für ihre Familie, allen voran ihre drei Kinder, kämpfen werde. An welchem Krebs sie genau erkrankt ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die zukünftige britische Königin begann jedoch bereits im Februar mit einer präventiven Chemotherapie und beschrieb sich selbst als wohlauf und mit jedem Tag stärker werdend. Kurz vor Kate verkündete auch König Charles III., 75, seine Krebsdiagnose. Wie mehrere britische Medien seither berichteten, sollen der britische Monarch und die Prinzessin von Wales seither in engem Austausch stehen und sich gegenseitig unterstützen. Für Kate ist es jedoch nicht das erste Mal, dass sie einem krebskranken Menschen Kraft schenken muss. Prinzessin Kate, sie schenkte krebskrankem Let's Dance-Star Kraft. Die Profitänzerin Amy Dowden, 33, verriet aktuell, dass sie während ihrer Krebstherapie von keiner geringeren als Prinzessin Kate unterstützt wurde. Im vergangenen Jahr musste sich der britische Let's Dance-Star nach ihrer Brustkrebsdiagnose einer Chemotherapie unterziehen. Dabei wurde sie im Krankenhaus von Kate besucht, die ihr Mut und jede Menge Kraft zusprach. Dies verriet Amy Dowden in einem aktuellen Interview des TV-Formats Loose Women. Im Interview verriet die 33-Jährige stolz: „Ich hatte das Glück, Kate während meiner Chemobehandlung zu treffen und sie hat sich so viel Zeit für mich genommen." Die Profitänzerin offenbarte weiter: „Sie war so nett. Eigentlich waren ihre Worte: Lassen Sie uns wissen, wenn wir etwas für Sie tun können." Let's Dance Star fühlt mit Prinzessin Kate. Es ist etwas sehr Persönliches, dass nun Kate selbst wegen Krebs in Behandlung ist, schockierte Amy Dowden sehr, da sie genau wisse, was man durchmachen muss. Hinzu komme der Gedanke, dass Kate ihre Erkrankung in der Öffentlichkeit durchmachen müsse und dazu noch drei kleine Kinder habe. Amy ergänzte nachdenklich, dass auch die Familie eines Krebskranken eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchleben müsse. „Emotional gesehen hat meine Familie, während ich in Behandlung war, nicht geschlafen." Gerade aus diesem Grund schrieb die Profitänzerin vor wenigen Wochen auf Instagram: „Es gibt kein Lehrbuch, keinen richtigen oder falschen Weg, um mit einer Diagnose und einer Behandlung umzugehen. Es ist etwas Persönliches.